Ein herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit dem neuen Patch. Wir sind beim Crackerburg angekommen. Ich habe versucht, noch ein paar Federn zu finden. Boah, ist das voll. Ich habe mir einen neuen Knüppel gemacht, wie ihr seht, und einen neuen Bogen. Ja, ich werde die. Ob ich die weggelockt bekomme? Keine Ahnung. Wir gucken gerade mal, ob wir hier. Oh, shit, 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 shit. Ah, 79. Na! Gott, nee. Danke. Boah, das ist wirklich eine ganze Menge. Da hinten ist einer umgefallen. Andere Richtung. Wie geht denn da? Die tanzt da um den Busch. Gucken wir mal, ist hier noch jemand, der mir in den Rücken springen könnte? Ja. Na komm schon. Dieses. Danke. Mit Ruhe und Bedacht. Wow, da ist noch einer aufgestanden. Da ist gerade eben eine gespawnt. Ist ja echt der Hammer. Oh, dahinter geht die getroffen. Oh, ich will nicht noch mehr anlocken. Gott mit dir, Kleinen. Ja, da trifft man auf jeden Fall immer irgendeinen. Ist doch super. Komm, nicht dich hin jetzt. Gott sei Dank. Ich muss mal wieder einmal rübergehen. Ach Gott, nee. Von rechts kommt jemand. Da kommt sie. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner von hinten. Das fände ich jetzt. Oh, der war sauer. Habt ihr gesehen? Der gehauen. Wo bin ich rübergelettet? Ach so, rüber. Wehe, jemand ist hinter mir. Wehe. Oh, das war daneben. Und wieder einmal Richtung wechseln, bitte. Einmal hier nach. Das ist, gut. Danke. Na, Mist. Oh, hab ich den da hinten getroffen? Ach, ich hätte gehofft, der rennt da noch rein. Danke. Und. Und tschüss. Und ich bin gleich für euch da. Und wenn ich die hier alle erledigt habe. Kommt von hinten irgendeiner? Nein. 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 Und tschüss. Wir haben es geschafft. Ist egal, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Jetzt habe ich natürlich meine Fackel nicht dabei. Wir durchsuchen die gleich. Oh. Ist das dunkel, verdammt? Ist das dunkel? Ach, wisst ihr was? Man kann jetzt mit normalem Fett. Habe ich Stoff? Ja. Nein. Ich mach mal eben eine Klinge. Gib mir Fett. Ne, natürlich gibt es mir jetzt kein Fett. Ist ja klar. Wieso? Oh, ja, stimmt. Der hat ja was. Habe ich Fett? Wieso nicht? Wieso hat Schmerzmittel? Und? Behalt das.
da. Fett. Und wir machen uns eine Fackel. Dann machen wir den Rest dann gleich. So. Wie lange dauert das? Ah, ist gleich soweit. So, okay. Nein, Bücherregale. Wieso komme ich nicht hier? Und die, wie heißen sie gleich? Die Dingens hier. Oh, nee, lesen direkt. Was soll ich da mitschleppen? Wer weiß, was wir hier jetzt Schönes finden, wenn wir überhaupt was Schönes finden. Was wollte ich jetzt sagen? Die Registrierkasten, genau. Ja, geil! Dankeschön! Fängt gut an. Erster Tag. Armbrust. Wieso packe ich das ein? Ist ja nicht egal, ich habe ja Platz. Nix. Das Leder nehme ich mit. Dann kann man wenigstens schon mal. Das ist für Rüstung, glaube ich. Ja. Die Schmiede herstellen und den Blasebalg. Komm, ein paar haben wir ja noch. Daumen drücken, bitte. Ja, danke. Ja, nehme ich auch gerne. Dankeschön. Plünderung. Skill hat sich erhöht. Geht okay. No paper. Und sonst haben wir, glaube ich, alles, ne? So. Okay, wir haben 19 Uhr. Ich glaube, den Weg zurück schaffen wir noch. Habe ich die Uhr laufen? Ja. Kartoffel. Komm, ich zerleg das hier und das. Und das kommt raus. Ah, ich habe ja ein Bier. Süße. Kann ich auch ein Bierchen trinken? Verkaufsautomat. Water. Oh, hat die mich erschreckt. Komm schnell. Komm schnell auf. Komm schnell auf. Komm schnell auf. Gucken, was wir hier noch finden. Zündpulver. Muss ich jetzt. Zündpulver. Ich sage schon Zündpulver. Schießpulver brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, mal direkt zerlegen hier. Ich weiß, da ist noch ein Raum, aber ich glaube, da sind. Ist ein Tresor drin. Da. Ich muss immer wieder die Fackel rausholen, weil ich sehe genauso viel wie ihr. Kann ich das damit machen? Nee. Und hier noch. So, ich habe jetzt wirklich alle durchgeguckt, ne? Schade. Das wäre jetzt wirklich der Hammer gewesen, wenn wir so viel Glück gehabt hätten, das Minibike-Rezept direkt zu finden. Laser. Auch noch hier. So. Noch eine Registrierkasse. Ja gut, aber die, upsala, die Armbrust könnten wir schon machen. Okay. Schade, wirklich alles schon durchgesehen. Ach so, ich wollte da noch eben reingucken.
Ne, die ist zu. Open that door, please. Ups. Ich möchte noch einen Topf. Und Eisenrohre. Perfekt. Super Start. So gefällt. Ja, das mal nicht einpacken. Das brauchst du nicht einpacken. Was hast du? Du hast Hunger und du hast. Ich habe immer noch diese blöde Beere da. Boah. Gibst du nicht? Ist doch nicht der Hammer. Ist noch eine Pistole. Eine Feder. So, ich esse eben schnell. Nein! 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 Der war gut. Der war wirklich gut. Zerlegen. Mhm. Ja. So. Trink, du Luda. Komm. Der ist noch. Wir gucken noch schnell, was die Spackos da draußen noch haben. Hier ist noch ein Auto. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Ich hoffe, das schaffe ich. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Das kannst du direkt zerlegen, Fräulein. So. Eine Spur der Verwüstung. Nein. Nein. Wasser, danke schön. Ei. Was, Komm. Na! Den Rest kannst du erstmal behalten. Komm. Eine nerdige Brille. So, hier nicht keiner mehr. Ein Nest. Kann ich wahrscheinlich nicht nehmen, weil ich voll bin. Was mache ich? Komm, was? Das sah jetzt komisch aus, irgendwie, als wenn er. Wieso ist das so eine. Okay. Komische Flasche. Eigentlich würde ich schon fast sagen, es macht eher Sinn, erstmal hier zu bleiben. Weil wir kommen ja jetzt wieder an dem Trader vorbei. Dann kann ich ja dem wieder ein paar Sachen verkaufen. Ne? Oder kann ich nicht? Na komm, wir rennen nach Hause. Zieh dir das Bier rein. Und die Fackel kannst du auslassen jetzt. Und lauf, Bitch. So. Dann rennen wir mal. Hm? Da war ein Hirsch. Das ist mir aber egal. Den brauche ich jetzt nicht. Und wir gehen an der Stadt vorbei. Obwohl, wir können auch durchrennen. Das sind doch keine Hunde, oder? Wenn ja, dann habe ich wohl großes, großes Pech. Na, jetzt kommen sie alle. Einer schreit und alle kommen sie dann. Ja, ja, das lockt die schon an. Ne? Ob wir es schaffen. Ob wir den Weg nach Hause schaffen. Zu Fuß. Alleine. Mit den ganzen Zombies um uns herum. Es kommt von da oben einer runter geratscht. Geratscht. Gras wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ja gut, wir haben ein Bier, ne? Also wir haben ein Bier getrunken. Das verleiht uns Superkräfte. So wie man das von Bier gewohnt ist, nicht wahr? Oh, das juckt mich ja schon in den Finger jetzt, ne? Aber ich habe Angst, den Weg nach Hause nicht zu schaffen. Habe ich denn was zu verkaufen? Aber ich glaube, der nimmt sowieso jetzt nicht mehr alles. Ne? Also, ist ja sowieso egal. Komm.
Schnell. Oh, Schwein. Da habe ich. Ich hatte Brot dabei. Ja. Behalt. So. Spannend, spannend, spannend. 8:30. Ui, 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 ui. Aber das mit. Was war das denn? Ach so, der eine da. Ups. Aber das Bett wird größer. Ich glaube, wir sind schon fast da. Ich bin voll bis oben hin. Ich habe keine Verteidigung. Das heißt, ich muss leise sein in der Nacht, damit keiner reinkommt. Wieso gucke ich da rein? Okay. Ja gut, dann kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Aber wie gesagt, die Einstellung habe ich soweit übernommen. Ich habe aber allerdings den Airdrop jetzt auf alle 3 Tage jetzt umgestellt. Die Item Respawn oder den Item Respawn habe ich ausgeschaltet, weil, ne? Macht ja auch keinen Sinn. Wer sollte denn auch wiederkommen und die Sachen auffüllen? Macht doch dann keiner. Das wäre ja schön. Könnte der mich ja mitnehmen und zu einem besseren Ort und so, ne? Ja, wir sind fast da. Ich hätte auch noch zum. Ja, gut. Ich brauche noch Lehm. Ja, deswegen muss ich auf jeden Fall nach Hause. Zombie-Spawn-Rate ist auf hoch. Wir spielen auf Abenteurer. Ja, stellt euch mal vor, ich würde jetzt auf Krieger spielen. Dann. Nee. Erstmal ist mir das viel zu stressig. Und zweitens, ja, ich würde ja ständig sterben. Gehe ich mal davon aus. Und das hilft ja keinem. Dann ärgere ich mich nur und habe ich keine Lust mehr zu spielen, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich muss niemandem irgendwas beweisen. Deshalb kann ich das ja so machen. Nicht wahr? Aber vielleicht schaffe ich ja noch ein bisschen Verteidigung, oder? Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ich wollte eigentlich ein bisschen. Boah, jetzt habe ich gedacht, was bewegt sich denn da so komisch? Das war nur der Briefkasten, der immer größer geworden ist. Ein bisschen noch. Was willst du? Keiner mag dich. Schreien ist so laut. Tod bei Sonnenuntergang. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh, ich habe zu früh losgelassen. Danke. Noch mehr. Gut, ich will erstmal die Sachen wegbringen. Ich werde hier ein bisschen Verteidigung aufstellen. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann. Ach, ich sollte hier vielleicht auch mal aufmachen. Zum nächsten. Was war das denn für ein Geräusch? Zum nächsten Tag. Und haben wir ja doch einiges geschafft. Wir sind gut vorangekommen. Wir haben einigen Loot eingesammelt und das Bier hält immer noch. Also ich finde, hält länger als dieser blöde Kaffee, muss ich sagen. Komm mal, unser Geld hier, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Müssen wir hier behalten. So, so. So, da kann ich ja das hier nehmen und das kann dahin. Das, das. Und das dahin. So, ich wollte mich doch eigentlich verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dann zum nächsten Tag, denke ich. Und in der Nacht wird nicht viel passiert. Wie gesagt, ich mache noch ein bisschen Verteidigung und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Oh, warte, 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 warte. Ich sehe gerade. Ach so, nee. Okay. Ciao.